Hallöchen, Leute. Ja, oh, Drakensang, ich bin wieder da. Es geht endlich weiter mit diesem wunderbaren Spiel. Und ja, ich habe Kommentare bekommen, weil ich habe euch auch Blödsinn erzählt. Ich habe so bisschen Blödsinn erzählt, das war aber auch keine Absicht. Also, im allerersten Part, da habe ich jetzt einen Kommentar bekommen von Metal4President69. Und ihr erinnert euch, ich habe euch doch gesagt, ne, wir sind hier in Avestreu, da habe ich so schön erzählt. Avestreu, ja, Aves, Gott für Ackerbau und Landwirtschaft, und das passt, weil das hier so eine ländliche Gegend ist. Und vergesst das, bitte. Es ist, ja, also, ups, mir ist der Kopfhörer rausgefallen, na sowas. Ja, es war, ja, ich hätte es eigentlich besser wissen müssen. Ich wusste es auch, ich habe ein bisschen was durcheinander gebracht. Also, erst einmal, Aves ist kein Gott, sondern ein Halbgott. Und mit Ackerbau hat er auch nicht viel zu tun, sondern er ist Schutzheiliger der Abenteurer und der Reisenden. Und damit steht Avestreu eher hier so, ja, steht eher unter einem abenteuerlichen Stern, sage ich mal, ne? Und Ackerbau, dafür ist die liebe Pereine zuständig. Und das ist auch wieder eine Vollblutgöttin. Genau. Ja, und die ist unter anderem auch für Heilung zuständig. Und deswegen gibt es hier auch diesen Pereine-Schrein, den wir hier schon hatten, ne? Und der passt sowohl für die Landwirtschaft in die Gegend und eben auch, dass da der Heiler steht und uns da die Verbände verkauft hat und was weiß ich nicht alles. Genau. So, jetzt wollen wir hoffen, dass ich nicht mehr so viel Bullshit erzähle. Übrigens erzählen, wir können ja mal hier mit Dranor reden, ne? Mal gucken, was der so zu erzählen, komm her, was der so zu erzählen hat. Na? Wie kann euch der gute Dranor aus der Patsche helfen? So, ich würde euch gerne ein paar Fragen stellen. Sicher. Euch bin ich doch gerne behilflich. Hm, oh, das klingt so gepflegt bei ihm. Ja, was hat das mit diesem düsteren Fremden auf sich? Ich will ja nicht wie ein Feigling klingen, aber schon der Gedanke an diesen Kerl macht mich schaudern. Er sagte zu mir, bringe mir das Diadem deiner Gauklerfreundin, oder ich werde es mir zusammen mit ihrer Seele holen. Puh, glaubt mir. Mitzuspielen war der einzige Weg, Salina zu retten. Hm. Ich darf anmerken, ein wunderbarer Synchronsprecher, der macht das richtig gut. Und wenn wir mit unseren Teamkameraden reden, sind die Dialoge auch immer voll vertont. Das finde ich sehr schön. Ja, doch, ja, ne? Ihr habt das jetzt sicherlich gelesen dazu hier. Dazu sagte er nur, dass, wenn ich zu irgendjemandem etwas sagen würde, diese Person einen qualvollen Tod erleiden werde. Ihr habt seine Macht gesehen. Er kann auftauchen und verschwinden, wie es ihm beliebt. Wer weiß, was sonst noch in seiner Macht steht. Ich musste Salina da heraushalten. Naja. Danke für eure Ausführungen. Hättet ihr Zeit für eine weitere Frage? Sicher. Euch bin ich doch gerne behilflich. Ja, er soll das auch ein bisschen von sich selbst erzählen. Ich bin Dranor von Belhanka. Edler von feinstem Geblüt. Okay. Dranor, die richtige Geschichte wäre mir schon lieber. Verzeihung. Ich habe mich schon so an die Rolle gewöhnt. Ich bin eigentlich kein Horasier, auch wenn ich mir redlich Mühe gebe, wie einer aufzutreten. Ich bin Dranor aus Grambusch, einem kleinen Ort unweit von Gareth. Nun, das Leben dort gab mir nicht viel und ich hatte einfach andere Talente als Viehzucht und Ackerbau. Und bevor ich Ärger mit dem Büttel bekommen würde, bin ich nach Gareth aufgebrochen, um dem Diebeshandwerk nachzugehen. Fex meinte es gut mit mir und ich bin bis heute immer mit einem blauen Auge davon gekommen. Okay. Hoffen wir, dass es so bleibt. Noch eine weitere Sicher. Frage. Euch bin ich doch gerne behilflich. Ja, dann soll er doch mal hier Liebesgeschichten erzählen von sich und Salina. Als galanter Liebender hülle ich mich, was diese Angelegenheit belangt, in Schweigen. Nur so viel. Sie ist das wundervollste, liebreizendste und zärtlichste Wesen von ganz Aventurien. Hm. Sicher. Euch bin ich doch gerne behilflich. Na, dann noch ein paar Fragen zu Runkel. Viel gibt's da nicht zu erzählen. Wir sind alte Freunde und sind lediglich wegen einer harmlosen Aufnahmeprüfung hierher gekommen. Wer hätte ahnen können, dass alles so schief gehen würde? Sicher. Okay. Euch bin ich doch gerne behilflich. Das wär's mal alles. Habt Dank, edler Dranor. Ja. Obwohl wir wissen, dass er gar nicht so edel ist, sind wir so nett und reden ihn trotzdem so an. Das ist ja schön. Das ist ja schön. So, ne, und auch die liebe Rulana. Ich nehme die Sache in die Hand.
Nein, das, so wollte ich das jetzt nicht, die Liebe. Ist gut jetzt. Och, komm. Ich hau aber auch daneben. Zum Donner, was ist? Das kommt ganz auf die Frage an. Ja, gibt's okay. Sonst noch was? Bei ihr gab's auch nichts weiter. Schön. Ja, dann können wir doch eigentlich den Kahlkopf schon verlassen und... ja. Auf die Form dieses, Felsens gehe ich jetzt mal nicht weiter ein. Ja. Oh mein Gott. Leute, kommt ihr mit? Ja, hab ich hier nicht die Gruppenauswählen-Taste gedrückt? Jetzt kommen sie angedackelt, alles klar. Schön, so. Ja, wir haben auch unsere Kampfkraft erhöht, ne? Wir sind jetzt ja drei Leute, die zuhauen und zustechen und, zuschießen und was auch immer alles können. Von daher dürften wir es jetzt mit den ganzen Wildsäuen und hier so ein bisschen leichter haben. Wollen wir mal gucken, wir können hier im Wald noch relativ viel machen. Also einmal müssen wir natürlich zu Salina, ist klar, ne? Ihr den lieben Dranor vorbeibringen. Wir haben auch immer noch Weißfell, ne? Die Wölfin, die wir erledigen sollen, und hier den Bären in der Höhle. Außerdem gibt es hier im Wald noch ein besonderes Versteck. Und ich glaube, danach können wir doch gerade mal Ausschau halten. Ich, muss nur darüber nachdenken, wo genau das jetzt war. Ach ja, Ton, ihr habt gerade gesehen, ne? Man kann auch Sachen wieder reintun. Man kann nicht nur rausnehmen, man kann auch reintun. Das ist später in Ferdok interessant. Da kommen wir dann auch noch hin. Ich glaube, das war hier oder da oben. Ah, ich glaube, hier ist gar nicht so schlecht. Wir gucken uns da mal ein bisschen näher um. So, hier haben wir schon ein Schweini. Ja, gleich mal den Bogen rausholen und ein bisschen vor den Latz. Alle mal hergehört. Und sie soll hier. Ja, ich. Und du sollst. Ach, Moment mal, wieso hast du denn deine Waffe nicht auf dem Inventar? Das ist doch doof. Den Degen hier mal rauflegen. Genau, dann können wir den schön zücken und. Was soll er machen? Eine Finte. So. Stich und weg. Ja. Wir müssen auch gucken, wie viel Pfeile wir noch haben. Ansonsten müssen wir mal einen Abstecher machen beim lieben Jäger Kotzenstein und uns neu mit Pfeilen ausrüsten. Denn wir wollen ja nicht, dass wir plötzlich ohne Waffen dastehen. Also, unsere liebe... Ja. Genau, das Viech gleich mal wieder ausnehmen, wie sich das gehört. Nee, also... Wir können dann zwar immer noch kämpfen hier mit unserem kleinen Mini-Degen, Dolch, Messerchen, was auch immer. So, das hat schon mal nicht funktioniert. Na gut. Vielleicht klappt's ja hier. Wühl, wühl, wühl. Ah, das hat funktioniert. Sehr schön. Ja. Wo ist die Stelle, von der ich... Das muss hier gewesen sein. Ich glaube, das war hier. Und das ist nämlich cool. Das muss ich euch unbedingt zeigen. Na, ist das hier? Alter Stollen. Nein, das ist... Also, es gibt hier auf jeden Fall ein schönes Versteck mit einem tollen Schatz und überhaupt und so. Das kann man auch gerne mal übersehen, wenn man hier spielt, ohne das zu kennen. Und Rehe... Nein, das sind Hirsche. Das sind Hirsche. Wahrscheinlich Rotwild. Oder Sika-Wild. Oh. Da müsste ich jetzt meine Freundin fragen. Die wüsste das besser. Ne? Die kennt sich ja so gut aus. Eigentlich müsste ich sie auch mal irgendwie hier bei Drakensang mit dabei sein lassen. Bisher ist sie ja immer bei Elite Force. Macht auch sehr viel Spaß. Ich glaube, hier geht's rein. Aber bei Drakensang ist das bestimmt auch toll, ne? Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare packen, ob ihr sie auch mal hier bei Drakensang dabei haben wollt. Amazone voraus. Zu so, euren Diensten. Jetzt. Aber hier schon. Wir sollten vielleicht alle ein Schwein gemeinsam angreifen. Das wäre besser. Oh, der Hirsch kommt aber nicht. Nein, also er hat da diese Flecken. Was ist das dann? Nein, es ist kein Rotwild. Folgt mir! Ich hab's vergessen. Oh.
Dabei kannte ich mich doch eigentlich auch mal aus. Na, egal. Nein, richtig ausnehmen. Damit wir später alles schön verkaufen können. Genau. Ja, und dann sind wir auch gleich da an der Stelle, die ich euch zeigen wollte. Pflücken wir mal hier noch den Gullmond. Pflücken wir den Gullmond. Machen wir. Sofern es klappt. Es hat... Wow, 12 Gullmondblätter. Das finde ich super. Das ist richtig gut. So. Wo geht's denn da jetzt rein? Es darf da nicht wahr sein. So, sind wir jetzt von da gekommen? Nein, sind wir nicht. Sind wir nicht. Hüpf. Ja, das ist es. Da wollte ich hin. Perfekt. So, da haben wir nämlich die sogenannten Feuerfliegen. Dann wollen wir mal mit denen kämpfen. So, greifen wir alle gemeinsam eine Feuerfliege an. Wenn ihr hier die Gruppenauswahltaste aktiv habt und dann angreift, dann greifen gleichzeitig alle dasselbe Ziel an. Nur könnt ihr dann natürlich dann nicht explizit eure Attacken auswählen. Aber bei den Feuerfliegen ist das relativ egal. Igitt, was sind denn das für Ungetüme? Ja, wirklich, Igitt, ekelhafte Viecher. Sie scheinen aus diesen seltsamen Nestern in den Bäumen zu kommen. Ja, das ist so. Dann wollen wir doch mal diese Feuerfliegen auch aus, rotten, sag ich mal. Diese Nester kaputt machen. Und dann die darin, lebenden Feuerfliegen zu bohren schicken. Genau. Das war jetzt schön DSA-mäßig ausgedrückt. Nimm das! Genau, fahr zu bohren. Drückte Feuerfliege und die ganzen Giftzähne einsammeln. Die können wir nachher gut verkaufen. Oder für alchemistische Basteleien verwenden. So, und sobald wir diese ganzen Feuerfliegen-Nester geschrottet haben, gucken wir uns mal ein bisschen näher um. So. Ja. Ist mal ein Part, in dem so ein bisschen mehr gekämpft wird, aber... Ist ja nichts gegen einzuwenden. Mal gucken, wie weit wir heute kommen. Vielleicht schaffen wir es ja auch noch, Weißfell zu erledigen oder in die Bärenhöhle zu gehen oder vielleicht sogar beides. Ich kann es jetzt gerade zeitlich nicht so einschätzen. Hier war doch irgendwas, konnte ich da mit der Hand was machen gerade. Bin ich jetzt völlig bekloppt? Da war doch irgendwo noch ein Feuerfliegelchen, das wir... Da ist sie. Genau, ein Giftzahn ist ein Giftzahn. Den wollen wir nicht auslassen. Na komm schon. So, wie viele Pfeile haben wir eigentlich noch? 43, ja. So langsam aber sicher müssten wir dann auch Nachschub kaufen. So, noch ein Nest. Wie schon gesagt, diese Ecke hier... wird doch auch immer wieder mal übersehen. Also es gibt Avestroy, hat doch, wie ihr seht, so eine Menge Nebenquests, die auch ziemlich cool sind. Und ja, wenn man da so mit ein paar Leuten mal redet, die das gespielt haben, gerade wenn ich dann so erzähle, was es in Avestroy alles gibt, dann immer, das wusste ich gar nicht und jetzt muss ich ja nochmal spielen, ich habe so viel verpasst. Ja. Aber deswegen mag ich Draken sein. Es ist so ein Spiel, da muss man mal ein bisschen gründlich sein. Man kann... Nein, eigentlich kann man es nicht. Es ist kein Spiel, wo man durchrushen kann, einfach mal schnell durchzocken, weil dieses ganze Futzelkram hier, diese kleine Sachen sammeln und natürlich für jeden erlegten Gegner Erfahrungspunkte bekommen, das ist, ich finde, schon notwendig, weil es gibt in diesem Spiel durchaus ein paar sehr anspruchsvolle Kämpfe. Also Drakensang ist schwer. Ich würde es... Nimm das! Ja, also es kann sehr schwer sein. Je nachdem, wie man sich anstellt. Da gibt es ein paar Kämpfe, die sind heftig. Da muss man sehr taktisch vorgehen, weil ist ja auch klassisches Rollenspiel. Und da spielt natürlich auch nachher in Kämpfen die Positionierung unserer Gruppe eine immer größere Rolle.
Es wäre zum Beispiel blöd, sich mit Bogenschützen, die ja bekannterweise schwächer gepanzert sind, mitten nach vorne ins Getümmel zu stellen. Das ist blöd. Die sollte man dann tatsächlich auf Distanz halten. Ne? Dann hier über aggressiv und defensiv kann man das ganz gut einstellen. So, die Rolana wurde Feuerfliegengift. Ja, okay, gut. Das verschwindet von selbst. So, da haben wir noch ein Nest und da haben wir auch noch ein Nest. Ja. So viele Feuerfliegen. Genau, und ja, man muss halt schon ein bisschen taktisch sein. Aber finde ich cool. So. Genau, und da haben wir jemanden liegen. Der ist tot. Toter Mann. Brief an einen Freund und an Schlüssel. Schatzsuche. Oh. Epischer Tusch. Und was steht in diesem Brief? Den wollen wir doch mal lesen. Mein guter alter Freund, folge den Anweisungen auf diesem Pergament und du wirst die versprochene Entlohnung für deine treuen Dienste finden. Begib dich zuerst nach Avestreu, einem kleinen Ort vor Ferdok, und suche dort den Avesschrein auf. Von dort führt dich dein Weg über die Brücke bis hin zu einem See. Am Wasser angekommen, schreitest du am Fuß des Kahlkopfes entlang, immer in Richtung des mächtigen Wasserfalls. Hinter üppigem Grün verborgen wirst du das finden, wofür ich dir den Schlüssel gab. Ja, tragisch, dieser gute Mann war auf dem Weg, hier etwas zu finden. Da ist besagter Wasserfall hier hinten. Und es waren wohl die Feuerfliegen, die ihn totgestochen haben. Ja, also kann er auch mit seiner Entlohnung wohl nicht mehr so viel anfangen. Wollen wir doch mal danach suchen. Üppiges Grün, Nähe des Wasserfalls. Ja. So, ich dachte aber, hier wäre noch ein Nest, das wir plätten können. Können wir nicht. Na gut, dann wollen wir mal gucken. Ich hab's gerade nicht mehr so im Kopf, aber es war irgendwo hier hinter einem... Da ist es doch schon. Und hier ist auch das Nest, das wir plätten können. Machen wir noch das Nest kaputt zuerst, bevor die hier... Da ist auch noch eins. Okay, machen wir erstmal die Nester kaputt. Bevor die plötzlich von selber rauskommen und uns überraschen. Ne? Ich weiß gar nicht, ob die jetzt von selber da rauskommen würden. Aber da es ja ein rundenbasiertes Rollenspiel ist, hätten sie dann schon die erste Attacke. Und ne, ist natürlich besser, wenn wir dann den Präventivangriff starten. Aber egal, sind ja bloß so ein paar kleine Fliegen. So. Dum-di-dum. Dibbeli-dai. Dudel-di-da. Das wollte ich immer schon mal gesagt haben. So. Truhe, Schlüssel benutzen. Oh. So, was ist drin? 3 Dukaten. Oh yeah. 1 Silbertaler, 7 Heller, 1 Silberring und eine Goldkette. Das ist richtig viel Usche. Geld. Jetzt haben wir wieder 5 Dukaten, 2 Silbertaler, 1 Heller. No. Also Leute, ihr seht schon, Nebenquests lohnen sich. Ja, übrigens wäre man, die Truhe steht ja auch vorher schon da. Aber das ist eine von denen, die sich nicht knacken lassen. Sehr schöner Wasserfall. Gefällt mir. Ich muss auch sagen, ich mag das Wasser. Es mag jetzt nicht unbedingt physikalisch korrekt sein hier mit irgendeiner Physik-Engine, aber es sieht sehr, sehr schön und stimmungsvoll aus. Da kenne ich bedeutend schlechtere Wassereffekte ausspielen und so. Okay, dann haben wir dieses Gebiet abgegrast. Feuerfliegen sind ausgerottet. Schatz ist gefunden. Ja. Dann würde ich sagen, wir haben jetzt, glaube ich, nicht mehr so viele Pfeile. Wir haben 20. Nein. Dann begeben wir uns jetzt gerade mal auf den... auf den Weg. Ja. Grammatik. Deutsche Sprache, sperre Sprache. Zu Jäger Kautzenstein. Holen uns neue Pfeile. Und bringen bei der Gelegenheit gleich einmal den lieben Dranor zu seiner Salina. So, was ist der schnellste Weg zum Kauzi? Kauzi? Wo war denn hier der Jäger Kautzenstein? Naja, ich glaube, wir müssen einfach die Richtung. Die Richtung hier ist schon gar nicht so verkehrt. Und da haben wir dieses... Hirschwild! Das war jetzt wieder ganz bekloppt. Nein, es sind auf jeden Fall Hirsche.
ich find's ja krass, ne? Also, wie viele Leute doch Rehe und Hirsche für dasselbe halten. Das höre ich immer, immer wieder. So von wegen, das Reh ist die Frau vom Hirsch, ne? Wie wir es alle auch Bambi gelernt haben. Oh, es ist so falsch. Es ist so falsch. Das sind zwei völlig unterschiedliche Tierarten. Aber egal. Ach, im Übrigen, das machen wir doch gerade mal. Wir sind jetzt hier an besagtem... Ja, das ging schon mal daneben. Wir sind hier am besagten Bärensee, ne? Wo uns der liebe... Brodo Bento. Nee, Bredo Bento. wo der uns gesagt hat, wir können hier auch sammeln, um seine Einbären zu finden, was wir ja schon erledigt haben. Na, gucken wir doch gerade mal, dass wir hier ein paar mitnehmen. Bestimmt nicht verkehrt. Ja, ja. So viel rum neben Questerei hier. So, wo geht's jetzt hier? Da geht's schon raus. Ah ja, da ist der liebe Kauzi. Was ist Kauz auf Englisch? Ich hab's vergessen. Naja. Mr. Kauzi Stone. Komm mal her hier. Ich stehe in eurem... Jo, wir kaufen ein bei ihm. Nein, wir verkaufen auch erst einmal ganz viel. So, Messer brauchen wir nicht. Fellfetzen brauchen wir nicht. Bier brauchen wir nicht. Knüppel auch nicht. Gurmanblatt behalten wir mal. Ulmholz auch. Pfeilspitzen, Gänsefedern, die Einbeeren. Ich behalte sie mal. Wildschweinfell kann weg. Gulmontee behalten wir. Quellwasser auch behalten wir. Lederbänder ebenfalls. Räuberembleme, nein, die behalten wir. Sehnen, wieder ein Messer. Schlingenfalle, interessiert mich nicht. Wundpulver, ach nö, auch nicht. Die Wurfmesser, nö. Rostige Nägel, Giftzähne. Nein, die verkaufe ich jetzt mal. So, den Brief interessiert auch niemand mehr. Der Silberring kann weg, die Goldkette auch. So, Rolana, was hast du im Inventar? Schnupftabakdose, Flachmann, Beil, die Skraja, das Skraja, der Skraja, die Skraja. Nee, mach mal weg. Kurzbogen, wir haben selber einen. Das Haumesser interessiert jetzt eigentlich auch nicht mehr, nachdem sie ihr Intermesser hat. Genau. Zu euren Diensten. Und Tranor hat die Wurfmesser. So, jetzt haben wir es mal von 5 Dukaten, glaube ich, auf 13 gesteigert. Na, wenn das nicht geil ist. So, wir kaufen ein 100 Pfeile, nochmal 100 Pfeile, 200. Wir nehmen 300. So. Das ist doch gut. So, nachdem wir neulich mal nur den Hut gekauft hatten, was gibt's denn noch bei ihm? Irgendwas, was noch interessant wäre. Na, die ganzen grünen Sachen sind natürlich die wir eben verkauft haben. Passt soweit. Sind wir gut ausgestattet. Okay, auf zu Salina. Und das ist die richtige Richtung. Oder, Moment. Nein, wir gehen in die Bärenhöhle. Wir gehen in die Bärenhöhle. Bevor wir jetzt wieder hin und zurück laufen, weil mit Salina kann er auch danach noch reden. Wir sind gerade so schön ausgestattet. Wir gehen in die Bärenhöhle. Da bin ich jetzt dafür. Und ich glaube ihr auch. Ne, kommen wir mit der Handlung schneller voran. Und außerdem mag ich die Höhle. Aber ein paar sehr lustige Sachen. Oh ja, besonders lustig. Ja, genau. Gruppenauswahl. Ich merke gerade schon wieder, ich bin hier allein auf weiter Flur. So, da kommen sie. Dann wollen wir mal gucken, was uns hier erwartet. Und ich kann vielleicht gerade auch mal schauen, ob wir uns vielleicht mal... Die Sache in die Hand. Was macht denn... Entschuldigung, unser Flimflamfunkel. Hilfe. Zauber. Ach, jetzt so. Stufe 6, ja, ist okay. So. Was ist drin in der Kiste? Oh, eine Pechfackel. Ja, Fackeln
brauchen alle Leute, die diese Bärenhöhle betreten und nicht des Zaubers Flimflam-Funkel mächtig sind. Wir sind das aber. Ja, nee, wir gehen jetzt direkt rein. Können auch später hier noch rumgucken. So. Rein in unseren ersten... Möchte man Dungeon sagen? Vielleicht. Vielleicht. So. Na komm. Lad mal. Dank seiner Lage ist Ferdok seit jeher Dreh- und Angelpunkt im Handel zwischen Ost- und Westhälfte des Reiches. Davon zeugt der Ugdan-Hafen im Norden der Stadt. Einer der bedeutendsten Binnenhäfen im Reich. Die Anlagen am Ufer verbindet der Ugdan-Damm mit der alten Bank, einer dem Hafenbecken vorgelagerten Insel. Ja, werden wir alles noch sehen, wenn wir nach Ferdok kommen. So, und ist das mal nicht schön hier? Sehr liebevoll gestaltet, wie ich finde. Ein merkwürdig ausschauender Felsen. Na sowas. Und ein natürliches Dachfenster für diese Höhle. Sehr große Pilze. Da würden sich jetzt alle Hobbits freuen, wenn wir hier in Mittelerde wären. Die haben es ja so mit Pilzen. Aber so. Spielstand Autosave. Ich weiß, dass hier eigentlich schon eine Falle ist. Wir gucken gerade doch noch mal kurz, dass wir uns hier vielleicht ein bisschen aufleveln. So, Bogen ist auf Maximum. So, wollen wir mal schauen. Fallen entschärfen ist, glaube ich, auch Fallen entdecken. Nein, das ist das Entschärfen von Fallen. Ist klar, ist auch wichtig. Ich muss mal kurz nachdenken. Wofür, was war das, das Entdecken von Fallen? Ist das Sinnesschärfe? Ja, Sinnesschärfe ist das. Nehmen wir mal kurz nach oben. Dann können wir nämlich Fallen entdecken. So, was ist interessant? Bogenbau mit Sicherheit. Ja, ja, bevor wir in die Höhle gehen, leveln wir doch nochmal auf. Das mache ich auch gerade mal mit euch zusammen. Heilung finde ich sehr, sehr wichtig. Ja, Menschenkenntnis überreden, ne? Bogenbau auf jeden Fall, Tierkunde finde ich auch gut, Schleichen, naja, aber Selbstbeherrschung. Wir können nochmal unsere Lebensenergie ein bisschen hochsetzen. Die Astralenergie, warum eigentlich nicht? Heilkunde Wunden, Heilkunde Gift. Ja, ist glaube ich ganz gut so. Rulana, wie sieht's bei dir aus? Deine Säbelwaffen sind auf dem Maximum. Der Rest hier ist bei ihr erstmal uninteressant. Selbstbeherrschung, na, auf jeden Fall. Pflanzenkunde, Tierkunde ist bei ihr jetzt nicht mehr interessant. Ja gut, Schleichen eventuell für später mal. Aber Selbstbeherrschung finde ich erstmal wichtig. Ja, machen wir mal so. Ja, ich. Gut, bei ihm können wir noch nicht viel aufleveln. Dann lassen wir es mal. Aber im Moment Falschen. Doch, Falschen gehen wir mal rauf. Falschen ist ein passives Talent. Je höher dieser Wert ist, und natürlich muss die entsprechende Person in der Gruppe sein, desto billiger können wir einfach einkaufen. Das passiert völlig automatisch. Wer einen hohen falschen Wert hat, kauft Sachen günstiger ein. Und das gilt auch immer nur da. Nur dann, wenn die entsprechende Person mit dem hohen falschen Talent auch in der Gruppe ist. Würden wir Dranormal mal nicht mitnehmen, kaufen wir also wieder zu teuren Preisen ein. Ne, das nur so mal nebenbei erwähnt. Und ich war mir so sicher, dass hier schon eine Falle ist. Warum entdeckt sie sie nicht? Na gut, laufen wir mal. Okay, sie wurde nicht aktiviert. Würde sagen, wir laufen mal zuerst nach links in die Höhle. Doch, wir laufen zuerst nach links. Und allmählich wird es dann doch ein bisschen dunkel. So nutzen wir denn den Flimflam-Funkel. Wie schön sich dies hat doch gereimt. Ja, mir fällt nichts mehr ein, ne? Außer geschleimt. Und das passt nicht. So, da ist die Falle. Wir haben sie getan. Wir haben die Falle entdeckt. So. Dann können wir doch mal die Falle auch entschärfen. Ja.
Und das ist gut, weil es tut weh. Ja, und ich finde eben das ziemlich cool mit diesem Flimflang. Funkelzauber. Weil, ich finde dieses blaue Licht irgendwie so ein bisschen schöner. Überall diese merkwürdig ausschauenden Felsen. Ja, was ist denn das? Was ist das denn? Ich verrat's mal nicht. So, keine Falle hier. Nein, keine Falle. Das ist gut. So. Da sind irgendwelche Gegner. Oh, das sind Ratten. Wolfsratten. Na. Sterb. Ja, stirb, du Ratte. Du sollst hier gegen die Ratte kämpfen, sie nicht ausnehmen. Jetzt sollst du sie ausnehmen. Übrigens, Ratten, wieder ein kleiner Tipp für euch. Nehmt... Achso, haben wir schon, oder? Bei der anderen jetzt automatisch gemacht. Jede Ratte hinterlässt eigentlich so einen Schwanz. Genau, nehmt diese Wolfsrattenschwänze mit und verkauft sie nicht sofort. Man möchte denken, das ist irgendwie hier nur Blödsinn, den kein Schwanz interessiert. Haha. Aber... Damit können wir in Ferdok was ganz Tolles anstellen. Von daher auf jeden Fall Rattenschwänze behalten. So. Keine Menschenseele. Bloß diese stehenden Steine ab und an. Merkwürdig. Steine. Nichts als Steine. Ein gescheiter Kampf wäre mir lieber. Ja. Mal, hab ich Vollhorst unser Messer verkauft, das wir hatten? Scheiße. Ich habe unser eigenes Messer verkauft. Blöd. Na gut, müssen wir mal mit den Fäusten wieder geben kloppen. Naja, sollen uns die anderen bei helfen? Okay, muss ich besser drauf achten. Beim nächsten Mal. Wir kriegen wieder eins. Hier gibt's so viele Messer. Nein. Erstmal hier alles öffnen. Was gibt's denn da zu entdecken, Schönes? Haarnadeln, das ist gut, können wir gebrauchen. Meine Truhe, eine verschlossen. Gute Entscheidung. Ja, Branor, dein Job. Misslungen, wie schwer ist diese Truhe denn? Erschwert um null. Na, das sollte er doch hinkriegen. Ich werde das jetzt ein paar Mal probieren. Und wenn es nicht klappen will, über längere Zeit, dann mache ich halt einen Cut. Nein, wir haben sie schon offen. Denn ging doch schnell. Silbertaler Wolfsfellknüppel. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Falle. Eine Bärenfalle. Na, da möchte man nicht reinlaufen. Das, Au. Jetzt hat es sogar an den Händen. Gut. Wir haben zwei Wunden. Das ist böse. Ich weiß jetzt nicht, ob wir die schon mit Verbänden geheilt bekommen. Wir können es gerade mal ausprobieren. Ich lege mal die Verbände hier auf die Leiste. Und wende einen Verband an mich selber an. Ja, funktioniert. Verwundungen geheilt. Sehr, sehr schön. Weil, was machen Verwundungen? Sie schwächen unsere Kampfkraft, also unsere Attacken haben weniger Effizienz. Ich glaube, wir verlieren auch schneller an Lebensenergie. Also das ist nicht so gut. Es ist einfach so ein allgemeiner Malus auf eine ganze Menge Talente. So, hier ist ja mal richtig viel an Kisten und Truhen. Ich würde sagen... Ja, gut. Ich öffne die gerade einfach mal alle und dann sehen wir uns gleich wieder, ne, bevor ich dazu sehr langweilt. Bis gleich. Kaum zu erkennen, was sie darstellen sollen. So, ich habe gerade noch mal angemacht, obwohl ich noch nicht fertig war, aber da hinten können wir schon Rakorium sehen, den vermissten Magier. Diese Wandmalerei. Wirklich fantastisch. Genau, es ist einfach so lustig, wie der gute Kerl da rum murmelt. Ja,
Also ich habe das jetzt einfach mal hier, ne? Ich mache hier weiter meine Fässer auf und ihr könnt mal dem Rakorium zuhören. Ich liebe diesen Typen, das ist herrlich. Der ist sowas von witzig. Gehört zu meinen Lieblingsfiguren im Spiel, auf jeden Fall. Rakorium ist toll. Na, da war nichts drin in dem Fass, na gut. Ja, dann wollen wir den alten Zausel doch mal Hallöchen sagen, ne? Ah, okay, auf zu Rakorium. Was? Wie? Wer seid ihr und schleicht sich heran wie eine maraskanische Schleichkatze wohl? Ich liebe den Typen, ist herrlich. Verzeiht, ich bin Nurien Eibenfeil, Meister Rakorium. Ja, der bin ich wohl. Diese Malerei nicht. Ja, so sprecht doch. Was wollt ihr von mir, mein Junge? Mädchen, bitteschön. Aber ihr scheint mir etwas verwirrt zu sein, Meister Rakorium. Ich bin hier, um nach euch zu suchen. Kommt mit nach draußen hinaus an die frische Luft und die warme Sonne. Eure beiden Novizen Rufus und Nottel machen sich bereits Gedanken um euch. Sie sagten, ihr könntet mir helfen, nach Ferdok zu kommen. Ich benötige nämlich zwei angesehene Fürsprecher für den Zöllner. Tja, also diese nichtsnutzigen Bengels, meine Novizen, wo stecken denn die beiden? Waren einfach weg, als wir am Wirtshaus. Aber schön, dass wenigstens ihr noch da seid, Nottel. Ich bin nicht eure Novize, Nottel. Meister Rakorium, mein Name ist Nurien Eibenpfeil. Huiuiuiui, ein schöner Name. Und natürlich seid ihr nicht mein Novize. Wisst ihr, als ich noch jung war, wie hieß die Kleine noch gleich? Lasst uns jetzt besser aufbrechen. Ich geleite euch aus der Höhle. Die Zeit, sie rinnt. Der Steuermann hält ihren Kurs. Muss nach Ferdok erreichen. Also los jetzt. Zurück im Dorf gebe ich euch auch ein Leumundsschreiben für die Zollbrücke. Genau. Sollen doch die Geschuppten alle Bücken absperren. Wir beide halten zusammen, nicht wahr? Ja, genau, was ist mit diesen seltsamen Findlingen? Und habt ihr was damit zu tun oder was habt ihr in dieser Höhle gemacht? Was ist mit den Findlingen, also diese seltsamen Steine, genau. Oh ja, ich fürchte, das war mein, Werk. Es waren Diener der Echsen und Drachen, wisst ihr? Aber ich fürchte, mein Zauber, sie werden schon bald aus ihrer Starre erwachen, aber wer war denn dieser andere Spruch, also dieser Dings? Was habt ihr denn eigentlich in dieser Höhle gemacht? Geforscht! Was denkt ihr denn, was sonst? Es gibt hier... Oder wollte ich Kräuter suchen? Bei Hisinde und Nandus, ihr habt ja eine seltsame Art, mich durcheinander zu bringen. Also wirklich, jetzt fällt mir nicht einmal dieser eine Zauberspruch... Wie hieß der? Oh, hallo, wollt ihr nicht eben los? Wie auch immer ihr meint. Dann also nichts wie los. Jo. Genau, jetzt haben wir Rakorium dabei. Ein Teammitglied, das wir mal nicht steuern können. Trotzdem quatschen wir ihn gerade noch einmal an. Wartet noch! Ich glaube, jetzt weiß ich's! Wenn wir schneller aus der Höhle... Transversalis... Funkeln? Ah ja! Flimflam, Teleport... Nein, es war doch etwas mit... Oh, ich glaube, ich muss hier noch bekloppter sprechen. Es ist herrlich, wie cool der das hinkriegt. Ich werde es versuchen. Kann man euch helfen, Meister Rakorium? Was murmelt ihr denn da für seltsame Worte? Hört ihr auch schon Stimmen? Ach so, meint ihr, Magie der alten Schule. Also eigentlich kann ich mich hinfortzaubern, wobei, das sind schon schreckliche Dinge. Reversales Teleport, transversales Revidum. Nein, ach verflixt, die Echsen verwirren meine Zunge. Ach, lasst uns gehen. Ja, los jetzt. Ja. Ach, ist herrlich. Rakorium ist so toll. Ist so toll. Ich mag den Kerl. Hab ich das schon gesagt? Ich mag den Kerl. Das kleine Rakoriumlein. Nein, okay, jetzt wird's kitschig. Jetzt wird's kitschig. So, wir haben erkannt, dass eine Falle um diese Truhe ist. Dann wollen wir die mal entschärfen.
damit der gute Dranor die Truhe auch öffnen kann. So, kriegst es erstmals auf Anhieb hin, lieber Dranor. Hallo, sehr schön. Na, so muss das sein. Nicht schlecht. Lederne Armschienen. Ich glaube, die haben wir noch nicht. Nein, haben wir noch nicht. Und zack, sind wir wieder ein Stückchen besser gerüstet. Das finde ich doch sehr, sehr schön. Und ich habe keinen Plan, wie lange wir schon aufnehmen. Mir kommt es ja lange vor. Aber vielleicht machen wir dann doch diese Höhle noch fertig. Oh, jetzt hat aber hier eine gute Phase. Kriegt er die Truhen alle ganz schön auf. Das ist doch super. Und da ist auch wieder ein Messer für uns. Das finde ich toll. Und dieses Messer kommt jetzt gleich auf die Leiste. So. Sehr, sehr gut. Da müssen wir dann darauf achten, wenn wir... Ne, mit so Messern kann man nämlich solche Truhen auch... nein, nicht Truhen. Fässer. Schneller öffnen. Ne? Als mit den bloßen Fäusten dagegen hauen. Das ist für zarte Elfenhändchen vielleicht ein bisschen, ein klitzekleines bisschen ungeschickt. So, da geht's runter. Und es gibt hier ja so viel zu öffnen. Bin mal echt gespannt. Ich muss mal überlegen, wie ich das in diesem LP noch mache. Ihr könnt mir das auch noch mal in die Kommentare schreiben, ne? Von wegen hier öffnen aller. Ja, also ich will auf jeden Fall, einfach weil auch eine gewisse Notwendigkeit besteht, wie ich finde, schon alles aufmachen. Aber gut, bei so langen Aktionen muss ich, glaube ich, immer wieder mal so einen kleinen Cut dazwischen machen. Damit euch das dann nicht zu sehr langweilt. Ja, müssen wir mal sagen, wie ihr das so... Ne, ob ihr mit dabei bleiben wollt, wenn ich hier die ganzen... ja, einfach hier nur Fässer kloppe und Truhen öffne. Oder ob ich das vielleicht auch ein bisschen abkürzen kann. Wahrscheinlich ist das... Wer sonst als ich? Ja. Wer sonst als du sollte die Truhe öffnen? Nein. Oh, scheiße, das war jetzt ganz blöd. Nein, es war nicht blöd. Er kann Fallen auch entschärfen. Huh, was haben wir ein Glück. Ah, läuft ja gerade gut. Kriegt da alle Truhen auf Anhieb auf. Und 5 Räuberembleme, Verbände, Haarnadeln, Wolfsfell, super. Das finde ich super. Das kann er uns gleich mal die Verbände rüberreichen. Na, das läuft doch. Das läuft doch gerade. Wie am Schnürchen. So, dann haben wir jetzt, glaube ich, hier diesen linken Weg der Höhle, den wir gegangen sind, glaube ich, soweit auch abgegrast. Sofern man das sagen kann, hier wächst ja kein Gras mehr in der Höhle. Nur so ein bisschen Moos auf den Stein bei der ganzen Feuchtigkeit. Hm. Da flattern irgendwelche Viecher. Und hier war dann auch nichts mehr. Gut, dann können wir mal den linken Weg gehen. Und dort werden wir wahrscheinlich dann auch auf den Bären stoßen. Den Gummibären. Nee, leider ist er ein bisschen größer. Hör auf zu zaubern, sonst setzt es! Hä? Wo ist er denn hin, der alte Zause? Eben war er doch noch da. Was weiß denn ich? Eben war er noch da und jetzt ist er weg. Ich fühle mich so schwer. Ein Stein. Ja, da sind Räuber. Das sind auch die ehemaligen Findlinge. Die sind also wieder erwacht. Ne? Der Rakorium hat die mal zu Stein gemacht. Ja, jetzt müssen wir kämpfen. Also tun wir das auch. Bogen raus. Das ist unsere bevorzugte Waffe. Und jetzt greifen alle mal hergehört. Alle zusammen diesen Räuber hier eine an. Eine gute Entscheidung. Ja, schön ich auch. Sauber bleiben. Oh, das sind ja doch schon 3. Kampf, Kampf, Kampf. Sehr schön. Jetzt greifen wir mal den hier an. Ich nehme die Sache in die Hand. Hier. Und Rakorium zaubert fleißig mit. Zum Angriff. Ja, gerade zu wenig Ausdauer, um unsere Spezialattacke zu nehmen. Na egal.
So, hat doch gut funktioniert. Das Tiere ausnehmen Talent funktioniert beim Menschen übrigens nicht. Aber ja, dann wäre das Spiel wohl kaum ab. Ich glaube ab 12 ist es. Ich weiß gar nicht. Vielleicht sogar noch ab jünger. Drakensang ist ja nun nicht so das brutale Slash-Game. Ja. Nein. Und wer will das schon? Menschen ausnehmen? Nee. Muss dann nicht sein. Und sich aus irgendwelchen Darmstücken Bogensehnen bauen oder so? Nö. Nö, nö. Ja, ein großes Questbuch. Ja. Da müssen wir noch weitergehen. Was war denn das jetzt? Oh, Ratte. Eine Wolfsratte. Wolfsratte, meine ich. Ja, aber die kann ich vielleicht noch besser ausnehmen. Oh, yeah. Aquarium ist hier schön am Rumzaubern. Kam da gerade meine Blitzattacke vorbeigeflohen. Dumm die da eben. Sehnen und Lederbänder. So, und nun. Wo geht's lang? Irgendwo? Ja, da oben. Aber ich glaube, wir nehmen jetzt doch schon so lange auf. Ich kann das überhaupt nicht einschätzen, zeitlich gerade. Aber dann würde ich sagen, bevor wir jetzt hier zu dem Bären in diese Richtung abbiegen. Ja, doch, in diese Richtung. Brechen wir ab für diesen Part. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Heute wollen wir so ein bisschen mehr Nebenquesterei, aber gehört ja auch dazu. Schreibt mir bitte einfach nochmal in die Kommentare, wie euch das so gefällt. Wenn ich, während ihr aktiv mit dabei seid, Truhen und Fässer öffne, ob ich das irgendwo abkürzen sollte. Ja, alles klar. Dann macht's mal gut, ihr Lieben. Wir sehen uns beim nächsten Part von Drakensang. Und bis dann.